Willkommen zurück, liebe Dungeon-Gänger, liebe Instanzgänger zu Darkest Dungeon. Das ist Part Nummer 2 in diesem Darkest Dungeon-Abend. So, ja, wir haben ziemlich viel Stress erlitten mit unserem Team. Unser Pestdoktor, unser Kreuzfahrer und unser Vestal sind doch sehr, sehr gestresst. Dafür haben wir jetzt das Kloster und die Taverne freigeschalten. Hier können wir den Stress reduzieren. Das kostet allerdings Geld. So, was machen wir? Nehmen wir das Team nochmal, um ein weiteres Dungeon zu begehen? Oder können wir hier zwei Narren und einen Barbar anheuern? Aha. Wir können zwei Narren und einen Barbar anheuern. Okay, die fühlen sich wohl in der Mitte, zumindest er. Er fühlt sich wohl in der Mitte und er fühlt sich genauso wohl in der Mitte. Der Barbar fühlt sich natürlich am wohlsten vorne in der Front. Das heißt, wir könnten eigentlich drei Leute abgeben ins Asyl und ihn könnten wir... Er will aber nicht auf dem letzten Platz sein. Er will nicht auf dem letzten Platz sein. Der Pestdoktor will auf dem letzten Platz sein. Dann gehen wir doch mal einfach das Risiko ein. Und schicken unseren Pestdoktor in die Boostkammer. Beziehungsweise, nein, nicht den Pestdoktor. Den Reinhold, er ist Kreuzfahrer. Er möchte nur beten. Ja? Wie man hier sieht, sein negativer Quirk ist, er möchte nur beten. Also kann er nur hier seinen Stress verringern. Gehen wir da rein. Ihn lassen wir beten. Ja, ihn lassen wir beten. Beziehungsweise ihn meditieren. Und ihn werden wir nicht hier reinschicken. Ihn schicken wir in die Taverne. Und zwar zum Bordell, in die fleischlichen Begierden. So, damit werden die jetzt ihren Stress verringern. So, wir gehen zum nächsten Dungeon. So, da nehmen wir den Barbar mit. Und unsere beiden Narren nehmen wir mit. So, wir gucken, was können wir machen. Kurz, kurz, mittel, mittel. Okay. Hier haben wir für Aussätzige und hier haben wir für alle. Amulett des Gifthauchs. Das klingt doch nach einer sehr guten Idee für unseren Pestdoktor. Kriminell sein macht man sich nur Feinde mit. Wer hätte es gedacht? Richtig, wenn ich irgendwann Söldner spiele in Star Citizen und bezahlt werde, einen gewissen Aussätzigen zu jagen wie dich, dann wäre das doof. Ich werde auf jeden Fall Söldner machen, aber chaosneutraler Söldner. So, wir sind hier Mittel, schließe 100% aller Raumkämpfe ab. Mit einem komplett frischen Team ist das ganz schön schwierig. Wir machen es trotzdem. So, Feuerholz und Lagern. Wir haben im Dungeon einmal die Möglichkeit, unser Lager einzusetzen. Und somit auch unsere Lagerfähigkeiten hier. So, wir gucken mal, was unser Barbar denn so kann. Er kann den letzten angreifen und er kann die beiden vordersten angreifen. Sehr gut. Das ist gar kein so schlechtes Skillset. Am liebsten ist mir noch dieser Skill hier. Durchdringender Stoß anstatt Ausbluten. Aber ich kann das noch nicht machen. Von daher werden wir jetzt eine Menge Food mitnehmen. Drei Schaufeln, zwei Gegengifte, zwei von dem, zwei dem, ein Weihwasser und zwei von denen und eine Fackel. So, wir haben jetzt einen richtig dicken Einkauf gemacht. Mal hoffen, dass es sich lohnt. So. Ja, wie nennen wir unsere Gefolgschaft? Die Weltraumhanatiker? Geografisches Smiley. Aha. Lustig, haha, Geografische, haha, Wortwitz, haha, Nachname von mir, ha, Wortwitz, haha. So, wir gucken uns das Dungeon an, wir erkunden, okay. Wir sehen einen Kampf, eine Kuriosität und einen Raumkampf mit Schatz. Dann gucken wir mal, was denn uns tatsächlich vorsteht. So, wo setzen wir am besten unser Lager ein? Am besten hier irgendwo. Wir müssen dann 100% der Raumkämpfe abschließen. Das ist immer... gut und schlecht zugleich, also neutral. Ha, lustig. Okay, das ist ein einfacher Kampf normalerweise. Okay, wir können sie nicht zum Bluten bringen. Also werden wir... Da rutscht er nach vorne. Das möchte ich nicht. Ich
Ich möchte nicht, dass er nach vorne rutscht. Wir können aber hier nur Blutungsattacken machen. Dann machen wir halt normalen Damage. So, hier versuchen wir Gift einzusetzen. Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass du dich nur verschrieben hast. So, wir töten ihn. Okay, die Leiche erscheint, das ist gut. Dann rutscht er nicht nach vorne. Somit können unsere Leute weiter angreifen. Oh, sehr gut. 500 Gold für den allerersten Kampf. Da bin ich zufrieden mit. Oh, das ist gar nicht schlecht, der Loot. So, jetzt erwartet uns ein Raumkampf mit Kuriosität. Ne, mit Schatz, genau. Oh, zwei Stressangreifer. Aber beide sind Mensch, bedeutet beide können bluten. Wir möchten den Hintersten wegkriegen, also machen wir Eisernen Schwan. 6 bis 12 Schaden, er hat 10 Leben und... Jawoll! So, und hier machen wir AOE-Blutung. Zack. Er hat widerstanden, aber er kriegt Damage, das ist gut. Ah, guckt mal, wie gestresst der schon ist. Okay, wir werden jetzt... Er hat 6 Leben, kriegt 2 Schaden. 4. Wir probieren's und... Es hat funktioniert, er stirbt nächste Runde. Okay, wir bluten. Zack, da geht er down. Okay. Darkest Dungeon ist der Wahnsinn. Das macht super Spaß, dieses Spiel. Ein absoluter Kauftipp. Uns bleibt nichts anderes übrig, als Schaden zu machen. Er kann nicht bluten, also machen wir ganz regulären Schaden. Nicht viel, aber ne, immerhin besser wie gar nichts. So, wie schaut's aus? 2 Schaden kriegt er. Wir probieren's. Okay, er stirbt. Dein Held blutet. Das ist in Ordnung. Wir setzen keine Bandage ein. Die Blutung nehme ich hin. So, wir probieren Schaden zu machen und... verfehlen. So, jetzt haben wir ein Problem. Unsere Narren können keinen Nahkampf machen. Wir werden einfach die Narren hin und her tauschen, damit sie zumindest keinen Stress bekommen. 7, okay. Wir werden die Narren tauschen, damit sie keinen Stress bekommen. Beziehungsweise wir probieren einfach mal das hier. Zack. So, er ist geschwächt, er hat weniger Präzision und wir probieren Gift. Nicht gegiftet. Verfehlt. Sehr gut. Und Bats. Bedenkt, dass wir keine Heilung haben. Das heißt, wir sind auf unser Essen. Wir sind gezwungen auf unser Essen. Und wir sind gezwungen auf unser Lagerfeuer später. Unverschlossene Truhe. Machen wir auf. Okay, jetzt haben wir das erste Mal keinen Platz mehr im Inventar. Aber wir können, während wir die Kiste geöffnet haben, was essen. Wenn wir die Kiste aufhören anzuklicken, dann können wir sie nicht mehr looten. Aufpassen. So, oh, wir kriegen noch eine Erkundung. Sehr gut. Eine Falle, das heißt, wir können jetzt die Falle tatsächlich entschärfen. Oh, das war eine weitere Erkundung. So, wenn wir jetzt eine Falle unten auf dem Boden sehen, das können wir nur machen, wenn wir Erkundungen sehen. So. Wenn wir uns ganz langsam vorbewegen, jetzt befinden wir uns in der Fallenrange. So, hier ist die Prozentzahl der Entschärfung. Wenn wir richtig entschärfen, dann verringert sich der Stress und 60% ist mir hoch genug, dass ich es riskiere. Ah, goddammit! Mind that such missteps are the exception. Okay, Vitrine weiß ich, entweder Schlüssel oder Schaufel. Wir rammen eine Schaufel rein. Und kriegen das hier. Oh Mann, das gefällt mir gar nicht. Die ist kurz vor 100. Das bedeutet, ihre
Sanity, ihre Gesundheit, wird bald auf Probe gestellt. Hier haben wir zwei Kämpfe vor uns. Ich möchte aber das Lager so weit wie möglich herauszögern eigentlich. Okay. Die Teile hasse ich. Die Teile hasse ich. AOE so schnell wie geht. So, er stirbt. Das ist gut. So. Oh, nice. Shit. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, das ist toll. Nicht gut. Gar nicht gut. Boah, widerstanden. Gott sei Dank. Wir wechseln die Position kurz nach hinten, weil ich möchte nicht meinen Barbar dafür einsetzen. Und nice. Wir können nicht allen Loot aufnehmen. Um genau zu sein, können wir gar keinen Loot aufnehmen. Also setzen wir einmal unser Lagerfeuer ein und wir werfen weg ein Weihwasser. Beziehungsweise wir setzen ein Weihwasser ein und nehmen dann unseren Loot auf. Ihr seht, man muss wirklich drauf achten, was man macht in diesem Spiel. Okay, Bücherregal. Bücherregal sind immer schlecht. 25% Scouting, 25% für 15 Stress, 16,7% positiver Tick, 8,3% für negativer Tick. Wir ignorieren dieses Teil. Okay. Einmal Stress. Einmal Stress. Den möchte ich töten. Er blutet. Okay. Seuchengranate. Gifthauch. Sehr gut. Komme ich vor ihm dran? Ich komme vor ihm dran. Bitte Blutung. Bitte Blutung. 3. Sehr gut. Blutung. 4-4. Er hat 7 Leben. Er ist tot. So, eiserner Schwan auf den Sack. 7. Down, ohne Stressattacke. Sau gut. Oh. Oh, er ist kurz vor 100. Oh oh. Stress? Kein Stress, Gott sei Dank. Meine Güte. So, wir können die definitiv nicht bluten lassen. Also setzen wir das hier ein. Versuchen sie alle zu schwächen. Wie schaut's denn aus? Wir kriegen zu viel Schaden. Also setzen wir eine Bandage ein. Und wir setzen ein eine Attacke. Er hat 8 Leben. Wir können ihm 6 bis 12 Schaden machen. Attacke. Er stirbt. Sehr gut. Er stirbt sowieso. Also müssen wir jetzt darauf achten, dass wir ihn down kriegen. Der Soundtrack ist so gut. Down. Sehr gut. Oh oh. Oh oh. Schwelle des Todes. Und Stress. Oh Gott. Er hat einen negativen Tick erhalten. Oh shit. So, jetzt hat er eine permanente Qual erhalten. Bedeutet, er hat jetzt sowas krasses, dass das ganze Dungeon anhalten wird und über das Dungeon hinaus und es wirkt sich auf unsere anderen Teammitglieder aus. Oh, Backe. Ah, Mann, 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 Mann. Ich versenke Geld in Star Citizen, weil ich an das Produkt glaube. Und er stirbt. Ja, er stirbt. Da ist er down. Und jetzt haben wir ein Problem mit unserem Barbaren. So, was werden wir wegwerfen? Wir werden wegwerfen... Wir werden den Citrin wegwerfen, weil dieses Ding ist 1000 wert, Citrin ist 250 wert. So,
Wir werden als allererstes das Lagerfeuer benutzen. Ich möchte es eigentlich herauszögern, aber er hat Arschwelle des Todes und 100% Stress. Ich möchte Lagerfeuer machen. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. So, wir machen ein Festmahl. Dafür haben wir genug Food dabei. Wir heilen unseren Stress. Stress wird um 30 gelindert. So, können wir seinen Stress noch weiter lindern? Alle Gefährten, ein Gefährte Stress um 20 erhöht. Wir müssen jetzt einen Gefährten auswählen. Wir nehmen ihn. So, das war falsch. Das war selbst. Stress wird um 30 gelindert. Wenn gequält, Stress wird um 15 gelindert. Das ist genau das, was wir gemacht haben wollen jetzt hat. Und wir haben tatsächlich seine Qual geheilt gerade, weil wir ihn auf null Stress gebracht haben. Yes! Gott sei Dank. So, und jetzt heilen wir ihn noch um 15%. Beziehungsweise kann er sich selber heilen? Nein. Also wir heilen ihn noch um 15%. Wow. Wow. Wir haben tatsächlich die Qual hinter uns gebracht. Puh. Da haben wir ja richtig Glück gehabt. Und wir sind überfallen worden. Nicht gut, gar nicht gut. Ich verstehe sowieso nicht, warum GTA 500 Millionen gebraucht hat oder ein Call of Duty so viel kostet. Ich verstehe das nicht. Das fühlt sich für mich mehr an wie Zeitverschwendung. Wie Geldverschwendung. Tut mir leid. Ist wirklich so. Es fühlt sich wirklich an wie Geldverschwendung. A devastating blow. Ich habe die Chance, ihn zu killen. Ich habe die Chance, ihn zu killen. Crit, Mann! Bam! Oh, shit! Und wir werden. Ich möchte ihn weghaben, deswegen mache ich ihn jetzt halt down. Zack. Ja, ich verstehe nicht, warum die so viel Geld brauchen. Wirklich, ich verstehe das wirklich nicht. So, es ist mir eigentlich wichtiger, ihn zu stunnen. Und er hat's widerstanden! Darf das wahr sein? Ausbluten. Bluten kann er sowieso nicht. Also normale Nahkampfattacke. Oh, Backe, Alter. Ja, ist okay, damit bin ich zufrieden. Damit bin ich auch zufrieden noch. Wow. Oh, yes! Hei. Er hat 4 Lebenspunkte, wir versuchen ihn zu töten. Gifthauch, sehr gut. Wir buffen uns, weil er stirbt. Er kommt in Reichweite. Und wir probieren nochmal ein Finale auf ihn. 4 Schaden. Boah, Gott sei Dank. So. Wir füttern unseren Barbar auf jeden Fall. So, wir behalten aber 8 Food im Falle einer Essenspause. So, Kiste mit Erbstücken, Schlüssel rein. Okay. Was können wir wegschmeißen? Wir schmeißen weg die Bandage. Weil hier Erbstücke sind super wichtig. Da entlang. Oh shit. Finale auf ihn. Ah, fast.
Sehr gut. Ausbluten. 9, okay. Oh, er hat's aber widerstanden. Blutung. Jetzt haben wir unsere Bandage weggeworfen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Was bei Call of Duty auch lustig ist, dass Call of Duty eines der wenigsten Franchises ist auf Steam, die immer noch den vollen Preis behaben. Das ist lustig. Die ganzen Spiele von Call of Duty sind immer noch sauteuer auf Steam. Sauteuer. Und das ist irgendwo interessant, weil alle anderen Spiele, die, sagen wir mal, genauso alt sind wie Call of Duty, die sind bei weitem nicht mehr so teuer wie Call of Duty. Nein, Call of Duty ist tatsächlich noch richtig teuer. Gott, ist das Kacke. Er stirbt nächste Runde, er nicht. Okay, alle sterben. Ich möchte ihn down kriegen, bevor hier irgendwas passiert. Ah, Schwelle des Todes. No. Ei, ei, ei. Jetzt kriegen wir eine Bandage, weißt du? Jetzt kriegen wir eine fucking Bandage. Ja. Wir haben ein Buch. Buch. Weißt du was? Wir benutzen. Du machst Buch egal. Oh, wir haben. Er hat unbeugsam erhalten. Er hat Widerstand gegen Todesstoß. Lustig. Er ist an Todesschwelle und hat Widerstand gegen Todesstoß bekommen. Puh. So, wir müssen noch Raumkämpfe abschließen. Das ist scheiße. Eieiei. Ich weiß nicht, ob ich morgen streamen kann. Sonntags ist es im Moment schwierig zu streamen. Oh, wir kriegen eine gute Erkundung. Zwei Kuriositätskämpfe haben wir hier. Wir haben eine Falle. 70% in Schärfen. God damn it! Oh mein Gott! Das schlägt normalerweise nicht so oft fehl. Das schlägt normalerweise nicht so gut fehl. Nicht so oft. Ich habe ein Problem. Oh fuck! Er stirbt. Oh Gott, jetzt kommt auch noch Qual. Nein! There can be no hope in this hell. Ach ja, falls 200 Stress erreicht ist, stirbt dieser Charakter. Der letzte muss weg. Und er lebt. Shit. Und jetzt habe ich die Kontrolle über ihn verloren durch die Qual. Ja. Mann. Alles, was auf der E3 gezeigt wird, ist prinzipiell sowieso nicht zu trauen, von daher. Oi. Wir können ihn sowieso nicht bluten lassen. Also, Batz. Das bedeutet, ich mache einen Nahkampfangriff auf ihn. Stress, Mann.
Schildschlag, Betäubung. Nein, nur doch betäubt, ja. Shit. Oh, ich habe einmal Steuerung, sehr gut. Er stirbt. Sehr, sehr positiv. Oh mein Gott, Alter, das Dungeon tut weh. Er ist vergiftet, okay. Finale. Er ist down. Okay. As victories mount. Können wir was ablegen? Wir können was ablegen. Es sind 500, die wir da bekommen. Wir kriegen da 500. Nein, wir können nichts ablegen. So, wir haben hier nochmal einen Schrein, einen Holy Fountain. Wir haben kein Holy Water. Aber wir werden es dennoch benutzen. Wir werden es dennoch benutzen und zwar mit ihm. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Wir haben noch Kuriositäten vor uns, deswegen. Das sind 1000 Gold. Das sind 1000 Gold, aber Food brauche ich auch noch. Komm, wir gehen ins Risiko ein, schmeißen die Heilkräuter weg. Und gehen hoch. Und werden jetzt halt hoffentlich. Darf das wahr sein? Jede Falle ist bisher fehlgeschlagen. Meine Fresse. Warum? Mann. Oh Mann, er steht immer weiter vorm Herzinfarkt. Wir haben ein Bücherregal, wir ignorieren es. Wir haben sowieso ein Riesenproblem. So, es scheint so, als ob dieses Dungeon eventuell fehlschlägt. Oh, Backe. Blutung. Auf ihn. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Schwelle des Todes. Und Blutung. Injury and despondence set the stage for Harold. Und das war's. Todesstoß, er ist weg. Shit. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Ich hoffe, dass das der letzte Raumkampf war, aber ich schätze nicht. Ich schätze, dass das der letzte Raumkampf war, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Mann, 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 Mann. Ich verstehe sowieso nicht, warum das immer noch von Twitch geduldet wird, dass gewisse Personen auf Twitch alles machen dürfen, ne? Und auf Twitter sowieso nicht, ne? Aber Twitter schert sich dagegen eigentlich einen Dreck. Das muss man leider auch dazu sagen, ne? Twitter schert sich leider einen Dreck darum, da zu policen, aber einerseits ist es auch gar nicht möglich bei der Leute, bei der Menge Nutzer, die Twitter hat. Ja, ich habe erst Twitch gelesen, aber du hast Twitter gesagt, von daher. Es war nicht der letzte Fight. Es war nicht der letzte Fight, es darf doch nicht wahr sein, ey. Ja, mit der Gruppe kommen wir nicht mehr weiter. Wir brechen die Quest ab und haben halt das, was wir jetzt verdient haben. Wir kriegen aber keine Quest-Belohnung. Warum die immer folgen? Ganz einfach, weil es Bots sind. Steffen, das sind Bots. Das sind keine echten Menschen, das sind Bots. Ja, 9000 und 18 Erbstücke ist eigentlich schon ganz okay. Aber jetzt hat hier Qual... Verzweifelt, ja.
Lichtempfindlich ist voll in Ordnung, das ist kein Problem, wir sind sowieso immer in Dunkelheit. Ja, unseren Pestdoktor können wir vergessen. Unseren Pestdoktor zu heilen wäre so teuer, dass sich das so gut wie nicht lohnt. Also werden wir ihn einfach entlassen. So, wir haben den Nomadenwagen. Wir haben die Gilde und den Schmied freigeschalten. Das heißt, wir können jetzt unsere Fähigkeiten und unser Gear upgraden. Aber wir müssen leider unseren Pestdoktor loslassen. Unser Pestdoktor ist leider verzweifelt. Wir haben kein Geld in ihn reingesteckt. Wir möchten eigentlich kein Geld reinstecken. Wir entlassen den Helden aus unserer, aus unseren Diensten. Und diesmal, der ist beim Glücksspiel wahrscheinlich erwischt worden und ist jetzt erstmal auf der Flucht. Wir gehen mal auf unser Protokoll. Taverne, die Ausschweifungen diesmal haben eine neue Qualität erreicht. Aufenthaltsort unbekannt, ja. Er ist wahrscheinlich erwischt worden und musste dementsprechend abhauen. Wir werden noch ein Part, auf jeden Fall Darkest Dungeon zocken. Nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Wir werden uns eine weitere Truppe gönnen, werden mit einer weiteren Truppe in das nächste Dungeon reisen, denn wir haben einen Vestalen und einen Antiquarian. Und ja, das werden wir im nächsten Dungeon machen. Leute, wenn ihr mir folgen wollt, twitch.tv/hanasaki und alle anderen wichtigen Links findet ihr unten in der Beschreibung. Twitter und YouTube natürlich auch. G2Play und Amazon sind meine Partnerlinks, wenn ihr mich unterstützen wollt, ganz passiv mit einem Klick. Und patreon.com/hanatismus. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Darkest Dungeon. Bis dann. Ciao, ciao.